Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt noch Lust. Ich habe noch einen Snack-Adventskalender und zwar den von Koro. Den habt ihr euch gewünscht. Der kostet 55,95 Euro. Also wirklich ein hochpreisiger Snack-Adventskalender. Ich bin sehr gespannt, wenn ich den preislich vergleiche mit dem von DM, ist das schon echt Wucher. Wie gesagt, also der hat 55,95 Euro gekostet, 24 Türchen und ich habe es mir aufgeschrieben, 2,33 Euro wäre das pro Türchen. Also der muss sich auf jeden Fall lohnen, der Inhalt. Ich bin sehr gespannt, was da drin ist. Den habe ich jetzt dieses Jahr das erste Mal und ja, ich würde sagen, wir öffnen alle 24 Türchen, wir gucken rein. Ich hoffe, es ist nicht zu viel mit Erdnuss drin und wir lassen uns einfach mal überraschen. Falls ihr Lust habt, bleibt gerne dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr keins meiner weiteren Videos mehr. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir hier in den Kalender rein. Ich bin super neugierig, was hier so drin ist. Wie gesagt, ich habe den noch nicht gehabt und das ist der Koro Classic Adventskalender, Snack Adventskalender mit süßen und salzigen Snacks drin. Und wie gesagt, Koro ist halt schon ziemlich teuer. Den kann man nicht wiederverwenden. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber gut, ist halt so, ne? Ich lege den Kalender vor mich hin, weil der hat auch wieder so komische Türchen. Und die gehen auch, glaube ich, ein bisschen schwerer auf, ja? Das erste, was hier drin ist, ist einmal ein Bio Nut Butter Cup. Salty Hazelnut heißt hier einmal die Sorte und ich will gerade mal gucken, geröstete Haselnusskerne, Kokosblütenzucker, genau, also das ist eine biodunkle Rundpraline, ach das sind Pralinen mit Haselnussmusfüllung, 3x13 Gramm, also das sind drei so Haselnussdinger, das finde ich gut. Koro an sich hat ja richtig leckere Sachen, ne? Ich habe da schon ein paar Mal bestellt und finde die Sachen auch sehr, sehr gut, aber ich finde den Kalender schon teuer. In Türchen Nummer 2 haben wir gepuffte Kirschen drin. Vakuum getrocknet, das finde ich cool. Also das ist lecker, gepuffte Kirschen, ne? Kann man sich dann auch über Müsli oder so zum Snacken. Also das finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe die Kamera mal ein bisschen näher geholt, es war irgendwie gefühlt so weit weg. So, Türchen Nummer 3. Nummer 3, ich suche. Also die Türchen sieht man erstmal nicht so gut. In Türchen Nummer 3 sind Cashewkerne drin mit Toskana-Gewürz. Das hört sich ja auch ultra lecker an. Gewürzzubereitung, Tomatenchips, Tomaten, Maisstärke, Salz, Knoblauch. Das hört sich richtig, richtig gut an. Und wir haben hier auch ordentliche Größen, also 55 Gramm. Das ist jetzt nicht zu klein, finde ich. Ich finde es von den Größen her ehrlich gesagt gut. Ehrlich, da darf ja auch nicht so wenig drin sein für das Geld. Ja, so, Türchen Nummer 4, ein sehr, sehr kleines Türchen. In der 4 ist ein Riegel drin, ein Chocolate Bar Hazelnut. So sieht es einmal aus, also auch ein 50 Gramm Riegel. Und wir haben hier Bitterschokolade, Rohrzucker, Haselnüsse, Kakao. Ja, das ist so ein Schoko-Nussriegel. In der Nummer 5 haben wir saure Würmer ohne Gelatine und vegan drin. Also das sind Gummibärchen mit saures Fruchtgummi steht hier einfach. Ne? Also hier sind Kirschen, Ananas und so abgebildet. Also ich denke von jedem etwas. Auch schön. Fällt mir auch gut. Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Ich erwarte was Besonderes. In der Nummer 6 sind zwei Sachen drin. Einmal ein Christmas Deal. Ich halte es nicht in die Kamera rein. Und zwar ist das ein 10 Euro Gutschein. Ne? UX-Mess Deal, da kann man dann für 10 Euro was im Shop bestellen. Zeige ich euch nicht, weil sonst ist der wieder weg. Mir ist das schon mal passiert. Und dann sind hier einmal Dark Chocolate Bites drin. Und zwar mit Orangengeschmack. Die kenne ich gar nicht. Das sind Schokoladen, also Haferkeks mit Schokoladen, Orangenfüllung und dunkler Schokoladenüberzug. Wie geil hört sich das denn an? Also das hört sich richtig, richtig gut an. Kenne ich nicht, sieht aber mega lecker aus. Finde ich auch sehr gut. Und den 10-Euro-Gutschein, hier steht auch nicht, ob der irgendwie gebunden ist. Maximum, Minimum an 79 Euro muss man. Minimum, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut, weil für 79 Euro, das ist schon eine Stange Geld, ne? Das finde ich nicht gut. So, Türchen Nummer 7, das ist ein Riesentürchen. Okay, hier ist auch was Riesiges drin. Und zwar ein veganes Bio-Seitan-Steak. Vegane Art, vor allen Dingen mediterrane Art, also so ein ganzes
Ja, Art Steak, ne? Veganes Bioerzeugnis nach Art eines Steaks, nach mediterraner Art auf Basis von Seitan. Ja, das ist ja Weizengluten, ne? Seitan. Ich hab's noch nicht gegessen, ehrlich gesagt, weil so sieht's aus, ne? Keine Ahnung, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das schon gegessen habt. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ich werde es ausprobieren. Ich finde es krass, dass sowas hier drin ist. 250 Gramm auf jeden Fall. Das ist schon ein schweres Teil. So, Türchen Nummer 8. Bis jetzt finde ich hier einen Kalender sehr spannend irgendwie. Liegt vielleicht auch daran, dass ich hier von Koro noch nicht allzu viel probiert habe und dass ich das selbst sehr interessant finde, alles mal anzugucken. Hier sind gepuffte Biokamut, also gepuffter Biokamut ist hier drin. Khorasan-Weizen, also das habe ich glaube ich noch nicht so gegessen. Das ist auf jeden Fall ein Hauch von nichts, fühlt sich ganz leicht an. Ja, Biokamut gepufft. Ich schätze meinen Platz hier recht nett aus. Es sind wirklich große Packungen. So, Türchen Nummer 9. Das ist ja ein gutes Zeichen. Rein optisch gefällt der Adventskalender mir sehr gut, muss ich sagen. Hier haben wir Pekannusskerne drin. Junior Mammut. So sehen die aus. Das sind einmal 40 Gramm, 100% Pekannuss, Hälften. Also das sind Hälften, Junior Mammut in Hälften, ja. Also Pekannuss, auch lecker. In der Nummer 10 ist eine Proteinbar drin, cool. Und zwar mit Raspberry, 23% High Protein. Das ist mit dunkle Schokolade, Dattelsirup, Erbsenprotein, Haselnussmehl, Datteln, Hanfsamen, gefriergetrocknete Himbeeren. Das hört sich sehr, sehr gut an. Sehr, sehr lecker. So, Türchen Nummer 11, also ob es lecker ist, weiß ich nicht. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Risoni aus Kichererbsen sind hier einmal drin. Das kenne ich leider gar nicht. Bioerzeugnis aus Kichererbsen, Kichererbsenmehl. Was ist das? Das Produkt Eier, in kochendes Salzwasser geben, dann kochen, rühren. Genau, also das ist sowas wie Reis, würde ich sagen, ne? Ich habe es noch nie gegessen, Risoni aus Kichererbsen, aber ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Vielleicht ist das ja auch genau mein Ding. Gut, da lernt man mal was Neues kennen. So, Türchen Nummer 12, die Halbzeit. In der Nummer 12 haben wir Dark Chocolate Bites drin, wie eben mit Raspberry drin. Haferkeks mit Himbeerfüllung und dunklem Schokoladenüberzug. Sollen wir das mal aufmachen und mal probieren? Ich habe eben schon aus dem DM Bio-Adventskalender so viel gegessen beim Video und beim Videoschnitt noch und deshalb, ich habe gar keinen Hunger, aber ich würde es gerne mal wissen, wie es schmeckt, ne? Wir haben das jetzt schon zweimal hier drin. Ich mache das mal auf. Also vielleicht kennt ihr das auch schon. Ich kenne es nicht. Das sieht einmal so aus. Also sieht lecker aus. Schmeckt lecker. Schmeckt schokoladig, soft, weich. Also das schmeckt wirklich, wirklich gut. Wie so ein weicher, softer Keks. Auf jeden Fall gut. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Kalender bis jetzt findet. Ich finde es sehr, sehr gut bis jetzt. So, Türchen Nummer 13. In der 13 sind Cashewkerne mit Honig und Zimt. Wie geil. Das ist ja auch mega lecker. Also das passt auch gut in den Kalender rein. Mit Honig und Zimt. Cashewkerne. Super. Genial. Türchen Nummer 14. Das ist eine Kokonatbar Kakao. Sieht einmal so aus, 40 Gramm. Das ist ein Bio-Kokosnuss-Kakaoriegel mit Kokosraspeln, Reissirup, fettarmes Kakaopulver. Hört sich auch lecker an. Also noch nichts dabei gewesen, wo ich sage, ne, geht gar nicht. Außer vielleicht das Steak, da bin ich mal gespannt. Aber sonst alles okay. In der 15 haben wir gekeimtes Porridge drin. Das kenne ich auch noch nicht in der Geschmacksrichtung Erdbeer. Mit gekeimten Saaten und Erdbeerpulver. Jo, probiere ich gern aus. Hört sich lecker an. Ist halt mal auch was ganz anderes irgendwie hier in diesen Türchen. So, die Nummer 16. Nummer 16 hat einen Nut Butter Cups drin. Salted Pistachio ist hier einmal die Sorte. Also, ist das jetzt ohne bio-dunkle Rundpralinen mit Pistazienmusfüllung? Boah, Leute. Hier ist tatsächlich auch nichts mit Erdnüssen drin. Das finde ich super, super, super toll. Ich hatte immer Angst, mir von Koro einen Kalender oder so zu kaufen, weil ich dachte, die machen unglaublich viel mit Erdnüssen, Erdnussmus und sowas. Ich denke, das wird richtig, richtig lecker schmecken. Ich schmecke es quasi schon. Also ich denke, als der kostet 55 Euro, das ist schon viel, aber man kriegt irgendwie auch gefühlt sehr viel hierfür. Also es fühlt sich gut an. Hier ist drin eine also Türchen Nummer 17, ne? Bio-Pancake-Backmischung mit Buchweizenmehl. Das finde ich auch gut. Pancakes mit Buchweizen schmecken richtig lecker, habe ich schon selbst gemacht. Ich meine, kann man ja auch selbst machen. Rührt man dann einfach nur noch an und dann hat man seine Bio-Pancakes. So, Türchen Nummer 18. In der 18 haben
haben wir Protein Bar Deluxe drin. 24% High Protein mit Hazelnut Butter. Es wird immer besser hier. Das ist ein Proteinriegel mit Vollmilchschokoladenüberzug, Süßungsmittel in der Geschmacksrichtung Haselnuss. Hier ist Polydextrose und so drin, ne? Maltit. Ist halt nicht das Beste alles, aber ich meine, ja, für einmal, wenn man Bock drauf hat, ist das auf jeden Fall besser wie irgendwas anderes, denke ich mir. In der 19 ist ein Rührei-Topping drin. Cool, aber eine riesen Tüte. Guckt mal, das ist Rührei-Topping. Wir haben hier 20 Gramm, das ist gar nicht wenig. Salz, Pfeffer, Paprika, Tomate, Schnittlauch muss man sich dann halt umfüllen, weil hier, oder man muss es irgendwie luftdicht verschließen. Rührei-Topping ist sehr, sehr gut. Also ich habe heute Morgen noch Rührei gegessen mit Tomate und dann mache ich mir auch mal von, wie heißt das denn? Ich komme noch gerade nicht drauf, Just Spices, ne? Das Tomatensalz und so drüber, das schmeckt auch immer lecker, ja. Also da freue ich mich auch sehr drüber. Auch praktisch, meine Güte, Türchen Nummer 20. In der 20 sind, boah, Leute, es wird immer besser, Nougat Bites drin mit 8,5% Nougat. Bio-Getreidekissen mit Kakao- und Haselnussfüllung aus Reismehl sind die gemacht und ja, die kann man entweder halt mit Milch essen oder man isst sie so zum Snacken, finde ich auch sehr lecker, sind drin 30 Gramm. Grandios. Türchen Nummer 21 ist richtig, richtig groß, größer als die 24. So groß wie die 7, wo das Steak drin war. Wir gucken mal. Ist aber gar nicht so was Großes drin irgendwie. Es ist ziemlich leer. Hier ist der Bio-Cookie-Chocolate-Konfetti drin. Meine Güte. Ja, das ist ein Cookie, der hat, ich sehe das hier durch, wie so Smarties oben drauf. Ne? Also ein, ja, wie so ein bunter Cookie eben. Cool. Also ich mag die Cookies von Koro sehr gerne. Die sind super lecker, so für unterwegs, wenn man unbedingt was Süßes braucht. Bio-Keks mit Vanille und bunten Schokoladenlinsen. Auch sehr nice. Ich komme mir schon so komisch vor, ne? Der Kalender ist gut. Ich habe damit auch nicht gerechnet, dass der mir so gut gefallen wird. Türchen Nummer 22. 22 hat eine Chai-Tee-Schokolose Gewürztee-Mischung drin. Ach so, das ist ein loser Gewürztee. Da werde ich auch mal mir bestimmt ein zu Leibe führen. Schmeckt eigentlich immer ganz gut und ist für die Weihnachtszeit immer schön mit Kakaoschalen, Süßholz, Zimtstücke, Johannisbrot, Ingwerstücke, Nelken. Ja, sehr spannend. In der 23 sind knusprige Bio-Getreideflakes mit Zimt drin, Mini-Zimtis. Also das sind ja wie diese Cornflakes, die Zimtis halt eben, die jeder kennt, nur halt eben mit Vollkornweizenmehl und Vollkornhafermehl und Maismehl gemacht. Auch ganz gut. Bessere Alternative wie aus dem Supermarkt, wahrscheinlich aber auch viel, viel teurer. Aber ja, kann man dann halt mal probieren. Jetzt kommen wir zu 24. Was denkt ihr denn, was hier krasses in der 24 drin ist? Ich glaube, ich habe mal gerade geschüttelt. Ich glaube, es ist ein Glas mit irgendwas. Ja, es ist ein Glas auf jeden Fall. Ich sehe nur den Deckel. Mmh, Leute, das ist eine crunchy Haselnusscreme mit Kakao. Ein ganzes Glas voll. Das ist geil. Also das ist schon was eher für Süße hier alles, hä? Merke ich. Also das ist auf jeden Fall ein Bio-Haselnuss-Kakao-Aufstrich gesüßt mit Kokosblütenzucker. Das ist nicht verkehrt. Das ist wirklich in Ordnung. Und da freue ich mich sehr drauf. Hier sind, man sieht man richtig diese Haselnussstücke drin. Also voll geil. Außerdem ist hier noch eine Karte, eine Rabattkarte drin. Bis zum 15.02. Minimum Order 79 Euro, nochmal 10 Euro. Also wir haben 20 Euro hier drin, wo man jeweils für 79 Euro bestellen muss. Der Kalender ist relativ heile geblieben. Ihr seht es hier, ne? Der sieht noch gut aus und da kannst du nicht meckern. Der ist super stabil, also auch vom Design her hat er mir jetzt gut gefallen. Meine Lieben, das war der Koro Adventskalender 2023 in der Classic-Variante, den es bei DM zu kaufen gibt. Ich finde den richtig gut. Ich bin wirklich, habe den dieses Jahr das erste Mal. Ich bin positiv beeindruckt. Das kostet allerdings, ne, wie eben schon gesagt, 2,33 Euro pro Türchen. Muss man überlegen, ob einem das wert ist oder nicht. Manche Packungen sind schon ziemlich klein, wie zum Beispiel diese, eben diese Zimtis, ne, das ist halt ein halbes kleines Schälchen, ne, was man dann essen kann. Es ist nicht so viel. Dafür sind aber in anderen Türchen wieder, wie zum Beispiel die Gewürzmischung oder sowas. Also ich finde den Kalender gut. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Preislich könnte er ein bisschen günstiger sein. Koro ist halt auch dafür bekannt, dass es recht teuer ist. Vielleicht bekommt man den auf der Koro-Website mit einem Rabattcode oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe den jetzt, wie gesagt, bei DM bestellt. Ich würde ihn mir safe nächstes Jahr wieder kaufen, weil ich bin so beeindruckt. Es war nichts drin mit Erdnuss.
Und ich hatte so einen Schiss, dass da irgendwie jedes zweite Produkt mit Erdnuss sein wird und ich kann es nicht essen, aber ich kann tatsächlich alle Produkte essen. Ne? Und das freut mich total. Also ich finde den Kalender super. Auch das, was ich jetzt hier eben gegessen habe, ne? Das liegt genau, das esse ich jetzt gleich. Das hat richtig gut geschmeckt. Also Koro hat schon leckere Sachen. Ne? Ich kenne einiges von Koro, was ich schon probiert habe. Auch bei DM gibt es ja immer Koro-Produkte und so. Und die sind immer alle gut. Also ich kann nicht klagen über den Kalender. Das ist immer eine Geschmackssache und eine Sache, wie viel Geld ist man bereit auszugeben für sein Essen oder für seine Snacks oder sowas. Und für mich sind da super gute Inhaltsstoffe drin. Ich finde das sogar besser noch als der DM Bio. Der ist aber auch das Doppelte teurer. Ne? Also ich habe das so ein bisschen verglichen. Das ist so, sag ich mal, die Deluxe-Variante von dem DM Bio Adventskalender. Ich finde den wirklich, wirklich schön. Also von mir aus habt ihr da auf jeden Fall ja Daumen hoch für den Kalender. Muss man halt überlegen, ob man bereit ist, so viel Geld dafür auszugeben. Mir hat es Spaß gemacht, den auszupacken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr bereit wärt, 55, 95 für diesen Adventskalender auszugeben. Ich bin gespannt. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne noch meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und jetzt sage ich tschüssi, bis zum nächsten Mal. Baby, this year it's just gonna be you and me. By the fire.